Im heutigen Video muss ich aus diesem Graben zum 10 Blöcke höheren Ausgang gelangen. Ziemlich einfach, oder? Naja, nicht ganz, denn es gibt eine besondere Regel. Ich darf und kann keine höheren Ebenen durch Springen erreichen. Stattdessen sind auf der kompletten Map Rätsel versteckt, die mich auf kreative Art und Weise immer einen Block näher zum Ziel bringen. Welche Sprungalternativen das sind und ob ich es geschafft habe, diese extrem coole Puzzle-Map ohne Hilfe durchzuspielen, seht ihr also heute in diesem Video. Wenn euch das Prinzip gefällt, würde ich mich jetzt schon mal wirklich extrem über ein Like und ein Abo freuen. Wir steuern langsam auf die 350k zu und wenn ich das schneller als Norman schaffe, muss er sich ein Minecraft-Tattoo stechen lassen. Viel Spaß. Klicken wir hier mal auf Info drauf. Willkommen bei Upwards. In dieser Puzzle-Map können wir nicht springen und unsere einzige Aufgabe ist es, irgendwie nach oben zu kommen, ohne zu springen. Oh, und es ist ziemlich gut, wenn man irgendeinen Hinweis braucht, dann gibt es auf jeden Fall ein Rezeptbuch, wo einem Tipps gegeben werden. Wir drücken auf Start. So, und jetzt sind wir hier in der Welt und laut der Beschreibung sollte ich nicht springen können. Und vielleicht hört ihr das hier gerade. Ich haue auf die Leertaste, aber nichts passiert. Alright, also ich denke, das ist ziemlich selbsterklärend. Wir haben hier einen Knopf und daneben so einen Block. Und wenn wir den drücken, dann... Sag nicht, da passiert gar nichts. Okay, wir kommen zu dem... Ah, okay, okay. Wir kommen hier zu dem Ofen da vorne hin. Da ist ein Piston drin. Und was ich auch cool finde, hier steht sogar noch eine Beschreibung. Hier unten ist gerade der rote Pfeil. Das bedeutet, wir können nicht springen und scheinbar gibt es auch einen grünen, wodurch wir dann springen können. Ja, und wir haben jetzt hier einen Pisten rausbekommen, den man auf Chiseled Quarz platzieren kann. Und ich bin ja echt kein Minecraft-Experte, aber das hier, das ist Chiseled Quarz. Und jetzt können wir den aktivieren und sind so auf der nächsten Ebene. Okay, wir können jetzt hier... Oh, da ist Pulverschnee, oder? Aber dahinter ist ein Knopf, den wir drücken können. Und dadurch kommen wir hier halt immer noch nicht rüber. Vielleicht von hier hinten? Nee. Ich bin so dumm. Hier ist ein Haus, wo wir jetzt rein können. Das Haus ist ein Scam. Das ist einfach nur... Das ist ein Fake-Haus. Okay, hier vielleicht bei diesem Blumentopf irgendwas dahinter. Oh, das da hinten ist eine Schalke. Ich dachte irgendwie, das wäre Concrete oder so. Let's go. Wir haben eine goldene Spitzhacke und dazu ein Scaffolding. Okay, die Spitzhacke kann auf jeden Fall schwarzen Concrete und einen Chiseled Quarzblock zerstören. Und den Scaffold können wir allerdings nur auf einem anderen Scaffold platzieren. Black Concrete habe ich ja gerade hier in dem Haus gesehen. Und das können wir jetzt abbauen. Und es ist doch kein Fake-Haus. Alright, ein Armor-Stand mit einem Scaffolding, das wir uns nehmen können. Und dazu noch Lederschuhe. Und damit können wir dann über den Pulverschnee, würde ich sagen. Wir haben einen Lectern, mit dem wir nicht interagieren können. Dafür allerdings 8 Iron Nuggets. Die können uns auch noch nützlich sein. Und hier drüben eine Kohle. Man kann ja aber Eisen Nuggets nicht schmelzen. Okay, sollten wir uns auf jeden Fall auch noch merken. Ich denke, das könnte alles praktisch sein im Verlauf. Genau, ein Eisen-Ingot. Oh! Und in der Jukebox war noch ein Eisen. Okay, also ich bin wirklich alles durchgegangen. Ich glaube, ja klar, genau wenn ich das sage, finden wir hier noch ein rohes Eisen. Ich würde sagen, wir ziehen uns erstmal die Lederschuhe an und gehen über den Pulverschnee drüber. Dann geht's hier rüber und dort können wir jetzt über den Pulverschnee drüber, was ja nur mit Lederschuhen funktioniert. Also wir können immer noch nicht irgendwie höher gehen. Drüben sehe ich auch nichts. Oder wir müssen auf den Pulverschnee drauf, dann unsere Lederschuhe ausziehen. Ja, das war nicht die Lösung. Wir wurden zurückgeportet. Weil hier vielleicht... Oh, den Bambus hier können wir auch nehmen. Ich kann ja kurz mal schauen, was wir uns damit herstellen können. Okay, und das ist jetzt... Das ist jetzt ganz quatschig, wenn ich ehrlich bin. In der Beschreibung stand ja, yo, wenn man Hilfe braucht, dann soll man das Rezeptbuch benutzen. Aber wie soll ich denn auf diese Custom-Crafting-Rezepte bitte selber kommen? Weil ich bin gerade schon immens überfordert, wenn ich ehrlich bin. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Ich bin so blöd! Hier ist die Treppe. Ich kann einfach mit der Treppe da hoch. Ah ja, übrigens, jetzt weiß ich auch, was das hier mit dem Pfeilen bedeutet hat in dem einen Crafting-Menü. Wenn wir zum Beispiel einfach mal ein Level runterfallen, dann können wir easy wieder hochspringen. Und hier ist dann wieder Jumping ausgestellt und so können wir auch abkürzen. Okay, eine neue Ebene. Wir sind im zweiten Level, würde ich sagen. Oh, eine neue Trapdoor. Ich denke mal, da müssen wir rein. Das ist der einzige Weg, der mir irgendwie sinnvoll vorkommt. Und dann müssen wir einmal hier auf den Knopf drücken und kriegen Levitation. Aber nur für, naja, eine Sekunde. Das reicht ja niemals, um da hochzukommen, oder? Nee, also damit kommen wir nur hier aus diesem Ding wieder raus, denke ich mal. Ja, was sollen wir machen? Wir haben eine Kohle und wir haben Eisen. Also Roheisen. Ich packe das jetzt einfach mal hier in den, nicht in den Smoker, sondern in den Blast Furnace rein.
hin. Und der ist ja gepowert. Das bedeutet, ich muss die Kohle dafür gar nicht wasten. Ah, das ist interessant. Vielleicht hier können wir jetzt drauf springen. Wir können halt jetzt immer eine Ebene weiter nach oben springen. Und vielleicht finden wir so irgendwelche Sachen, die ich davor gar nicht bemerkt habe. Wir haben hier von hier vielleicht viel mehr Zugriff, als ich dachte. Oh, 500 IQ-Move. Freunde, guckt mir zu. Eine Schalker. Was ist an der besonders, wenn man die aktiviert, dann fährt die aus. Und ich glaube, genau einen halben Block. Und ich glaube, dadurch können wir hier hochlaufen, wenn wir schnell genug sind. Ja, es hat funktioniert. Wir können jetzt erstmal hier rein. Da ist eine Trapdoor mit einem... Oh, mit einem Fass. Und jetzt haben wir das Crafting-Rezept. Wir hätten nicht ins Rezeptbuch schauen sollen. Zack, Gold, weißer Farbstoff. Und es kommt ein weiteres Eisen raus. Okay, ich bin ehrlich, ich bin gerade echt... Oh, okay, 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 okay. Hier ist so ein ganz kleiner Pixel. Und dadurch können wir ein Fass öffnen. Oh mein Gott, das ist jetzt nicht passiert. Wir haben mit Advancement bekommen. Sneaky, finde das geheime Fass unter dem Schreibtisch. Das Ding ist nur, das bringt uns nichts. Nur ein Advancement. Oh! Oh! Wir haben eine Eisenhose. Die habe ich komplett ausgeblendet. Und die ist nicht, dass wir einfach cool aussehen, sondern man kann die ja in den Ofen tun. Und dann bekommen wir den 9. Eisennugget. Und damit können wir uns einen neuen Eisenbarren herstellen. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass da jetzt kein neues Crafting-Rezept rauskommt, wenn ich 5 Eisen habe. Eine Minecart! Wir können uns einen Minecart machen und das da vorne platzieren. Und so kommen wir auf die nächste Ebene. Boah, aber wie cool. Okay, hier haben wir 2 Spitzhacken, wo Combine steht. Okay, einmal eine Eisenspitzhacke, einmal eine Steinspitzhacke. Die eine kann Stein zerstören, die andere kann Bricks zerstören. Okay, das Ding ist, da steht kombinieren. In einem Amboss? Nee, in einem Smithing... In einem Smithing Table! Die hier kann Bricks zerstören. Und am Ende kommt eine Diaspitzhacke raus, die aber nur Stein zerstören kann. Ja, ich kombiniere das jetzt, das stand da, das wird schon Sinn ergeben. Zack, wir haben eine Diamondspitzhacke, die Stein zerstören. Oh, jetzt funktioniert's. Okay, gerade hatten wir eine Spitzhacke, die Stein und eine Spitzhacke, die Bricks zerstören kann. Und jetzt haben wir eine Spitzhacke, die Stone Bricks zerstören kann. Ah, und dadurch tut sich hier hinten ein neues Fass auf mit einem Konduit, den wir auf Polished Deep Slate platzieren können und ein Crafting-Rezept. Yo, wie cool! Aber cool, wie einem das hier angezeigt wird. Und mit 3 Gravel und einem Stick können wir uns eine neue Gravel-Axt herstellen. Alright, das merken wir uns. Aber dadurch, dass wir jetzt mit unserer Spitzhacke ordentlich viele Stonebricks zerstören können, glaube ich, dass uns das eigentlich einen ziemlich guten Vorteil bringt, weil ich glaube, ich habe hier einige gesehen eigentlich. Also dann, einmal zerstören. Und wir finden einen Knopf mit einer Falltür. Ja, okay, wir haben eine Schalker. Die können wir gerade nicht öffnen. Aber jetzt lohnt sich endlich mal unsere goldene Spitzhacke, weil die kann das ganze Ding hier zerstören. Dadurch können wir sie doch öffnen und das ist jetzt interessant. Ein Bogen mit Infinity und einem Pfeil. Dazu ein Wassereimer, den wir auf Eisen-Trapdoors und Smooth-Quarzblöcken platzieren können. Und ein weiteres Scaffolding, das man nur auf Scaffolding placen kann. Gut, also ich denke, der Wassereimer ist dafür, um hier wieder rauszukommen. Das wird jetzt echt peinlich, aber wie öffne ich die Trapdoor? Ich bin der dümmste Mensch der Welt. Ich bin ehrlich, ich habe mir gerade das Playthrough für diesen Part angeguckt, weil ich wirklich dachte, es wäre ein Bug. Aber ich habe mich einfach nur verlesen. Der Wassereimer kann nicht auf Iron-Trapdoors und Smooth-Quarz platziert werden, sondern er kann Eisen-Trapdoors zerstören. Oh mein Gott, sorry, mein Fehler. Dafür wollte ich das eigentlich nicht usen. Oh, da hätte ich eigentlich auch mit der Zeit selber drauf kommen können. Dazu haben wir halt noch einen Bogen mit Infinity und das bringt mich jetzt ehrlich gesagt schon auf eine ziemlich gute Idee. Kann ich mich selber abschießen und mich so hochboosten? Die Antwort ist... Nein! Ich kann ja auch den... Oh! Ich wollte gerade sagen, ey, von hier kann ich ja den Knopf gar nicht abschießen. Naja, kann ich doch. Wartet mal. Können wir direkt auch auf die 6 hoch? Weil hier ist eine Slab, aber... Oh, das ist keine ganze Slab. Das ist eine ein Drittel Slab oder so. Ich hoffe, das nächste Level wird einfacher. Okay, wer mein
Fass. Dahinter haben wir einen Kaktus. Natürlich nehme ich mir den auch noch mit. Okay, 4 Holzlocks. Und ein Scaffold, der auf Scaffoldings platziert werden kann. Sonst sehe ich hier ehrlich gesagt nichts. Leitern! Ich rieche Leitern! Einmal ein Crafting Table machen. Den können wir nur auf Sea Lanterns platzieren, wie es aussieht. Dann einmal bitte Sticks machen. Und das klingt nach einer Leiter, die wir nur auf Oakwood platzieren können. Das ist das hier. Ja, und damit sind wir wieder raus und haben eine Leiter plus gemacht. Sehr gut. Okay, wir haben eine Leiter, die auf Oakwood platziert werden kann. Und das hier ist Oakwood. Boah, jetzt machen wir einen Speedrun. Jetzt können wir hier den Slime einsammeln, den wir vorhin rausgeschossen haben. Der kann auf einem Pisten platziert werden. Ja gut, ich kenne nur einen Pisten, der ist hier unten. Wir platzieren das und machen hieraus ein Sticky-Pisten. Jetzt können wir das gar nicht mehr zu Sticks verarbeiten. Aber dafür zu einer Kiste. Let's go! Und die Kiste kann man benutzen. Boah, clever. Cleverer Moment. So, die Kiste können wir in einen Minecart platzieren, wurde gesagt. Dann machen wir das doch direkt mal in das einzige Minecart, was ich hier auf der Map kenne. Und dadurch haben wir eine Kiste in einem Minecart mit neuem Inhalt. Einmal pulverisierter Kraftstock, der steinharte Substanzen schmelzen kann. Und dazu wie vermutet, ein Slime-Block, den wir auf einem Sticky-Pisten platzieren können. Zack, einmal hier drauf. Und dann geht es ab in die Luft. Und wir sind auf der 7. Ebene. Hö, ein Sprung. Oh. Wir können hier in den Baum reinkriechen. Oh, Game Changer. Jetzt läuft's auf einmal. Ich habe so viele Items, ich habe keinen Überblick mehr. Wir haben eine Ender-Chest, die auf Basalt platziert werden kann. Interessant. Und ein Scaffold, der aber dieses Mal auf Gold platziert werden kann. So, und ich wusste doch, dass dieser Goldblock hier noch eine ganz bestimmte Verwendung findet. Nur ich dachte halt irgendwie anders. So, können wir damit jetzt schon hoch hier auf den Baum? Können wir nicht. Okay, dafür sind wir noch eine Ebene zu niedrig. Aber ich denke mal, das ist am Ende die ganze Magic von dem Ganzen. Gut, hier haben wir Polished Deep Slate. Ah, okay, hier haben wir Basalt. Da können wir die Ender Chest drauf platzieren. Und was haben wir denn jetzt? Eine Netherite Spitzhacke, die alles Mögliche zerstören kann. Braune Teppiche, Endrods, Konduiten und Verzauberungstische. Okay, erstmal würde ich gerne den Konduit hier platzieren. Und da passiert gerade gar nichts. Okay, ganz kurzer Test. Kann man den auch da platzieren? Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe irgendwie den Eindruck, auf jeden von diesen Polish-Blöcken muss ein Konduit drauf. Okay, also hier können wir damit ja ziemlich viel Zeug zerstören. Einmal den braunen Teppich. Warum ist da gar nichts drunter? Das ist ein bisschen demotivierend. Endrods können wir damit zerstören. Da ist hier ja eine. Oh, okay, okay, okay. Wir können das hier auch auf Polish Deep Slate platzieren. Ich verstehe. Und ein Enchanting Table nehme ich dann noch mit. Und dann müssen wir doch nicht 4 Konduiten finden, sondern 4 random Items. Beziehungsweise die Items hier. Und ich glaube, wenn wir die jetzt hier drauf platzieren, dann sollte irgendwas Cooles passieren. Passiert aber gar nichts. Gut, wir haben ja noch unseren Treibstoff. Okay, also damit können wir Sachen schmelzen. Ah, hier drüben haben wir einen Ofen. Können wir... Alright, der Treibstoff ist drin. Und damit können wir steinharte Substanzen zerstören. Und ich denke, Concrete ist eine steinharte Substanz. Das stimmt. Und dasselbe gilt auch für Stone Bricks. Alright, der Concrete wurde zu Concrete Powder. Den können wir auf Chiseled Deep Slate platzieren. Aber noch interessanter, die Stone Bricks wurden zu Gravel. Und ja, Freunde, daraus können wir uns jetzt endlich die Gravel-Axt herstellen. Die kann Oaklocks und Jungle Leaves kaputt machen. Also wir können Oaklocks zerstören und davon ziemlich viele. Alright, aber die droppen nicht. Das bedeutet, wir bauen einfach ganz viele ab und gucken, ob da sich irgendwas Interessantes dahinter befindet. Dafür versteckt sich hier hinter ein Fass mit einem Gunpowder. Also, wenn wir jetzt noch irgendwie Blaze Powder bekommen, dann können wir uns eine Fire Charge herstellen, theoretisch. Ist das eine Treppe? Das ist doch eine Treppe. Oh, man kann sich da so rüberbuggen? Ist das gewollt? Ich konnte gerade springen und ich weiß nicht warum. Aber mir ist egal, wir sind auf der 8. Ebene. Wir können jetzt hier die Scaffoldings hoch. Haben jetzt auch die Möglichkeit, hier auf den Baum endlich mal zu springen. Und das Ganze bringt uns überhaupt nichts. Vielleicht hier drüben auf dem Baum. Ja, ja, das waren 2 Dschungel-Leaves. Und jetzt können wir das hier zerstören und kommen dadurch an ein Fass mit mit Blaze Powder. Bedeutet, wir können uns jetzt ganz entspannt eine Fire Charge herstellen, die man nur auf Netherrack platzieren kann, wie ich mir das schon dachte. So, dann einmal bitte hier hochklettern. Wir platzieren die hier drauf. Ja, und jetzt müssen wir uns durch das Feuer irgendwie nach oben boosten. Da ist gutes Timing gefragt. Das hatten wir. Und wir sind auf der
9. und damit, glaube ich, auf der vorletzten Ebene. Wilder Blick von hier oben, muss ich schon sagen. Wir kommen darüber. Ah, auf dem Level hier kann ich springen. Also, einmal darüber bitte. Perfekt. So, und dann können wir hierhin uns erstmal eine neue Pflanze holen. Die verarbeiten wir auch direkt zu Farbstoff. Keine Ahnung warum. Ja, und damit können wir hier in dieses wunderbare Haus eintreten. Yo, sick. Eine illegale Grasplantage. Hier haben wir 3 Fässer und an der Seite ein... Okay, an der Seite ein sehr interessantes Bild. Da steht Kuh und dann goldene Spitzhacke, Dierspitzhacke und Netherite-Spitzhacke. Vielleicht auf den Boden werfen? Auf den Boden werfen! Wir haben die Tinted Pickaxe und die kann nur ein Loom zerstören. Das heißt, den hier können wir jetzt zerstören, bekommen den in unser Inventar und den können wir auf entrindeten Birkenholz setzen. Hier ist er. Hier können wir unseren Loom platzieren. Let's go! Wir haben ein Rezept bekommen. Wir müssen unsere Lederschuhe umfärben. Alright, dafür brauchen wir insgesamt 8 Farbstoffe und halt unsere Lederschuhe. Ich habe 7 Farbstoffe, mir fehlt einer. Ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ich bin zuversichtlich. Orangene Tulpe. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Es ist wirklich unfassbar cool. Was eine sicke Map. Let's go. Wir haben die Game Defying Boots, also die spielveränderten Schuhe, glaube ich, heißt das. Alright, also diese Schuhe sind stark genug, um die Regeln von dieser Map außer Kraft zu setzen. Die einzige Regel ist ja eigentlich nur, dass man nicht nach oben springen darf, sondern erst, wenn man die Ebene freigeschaltet hat. Ja, und mal gucken, ob diese wunderbaren Sneaker, die bestimmt über 1000 Euro im Resale kosten, wirklich halten, was sie versprechen. Also dann, ich ziehe sie mir an und der Jump Boost Effekt geht weg. Ich glaube, das war das, was uns die ganze Zeit am Boden gehalten hat, weil es Jump Boost 0 ist. Und jetzt können wir... Oh mein Gott, ich will noch gar nicht. Ich will noch gar nicht springen. Ich will, dass das was Besonderes wird. Ich habe jetzt 2 Stunden an dieser Map verbracht, aber es fühlt sich an wie mein ganzes Leben. Ich bin soweit. Ich ziehe die Schuhe an und ich springe. Wir sind auf Ebene 10. Wir sind durch! Wir haben es geschafft, die Map durchzuspielen und ich habe nur 2-mal oder 3-mal oder 1,5-mal Hilfe gebraucht. Ich bin stolz auf mich. Freunde, was war das für eine sicke Map? Dicke Shoutout an die Ersteller. Der Link zum Download ist unten in der Videobeschreibung. Wenn euch dieses Video nämlich gefallen hat, könnt ihr mir das unfassbar gerne jetzt mal mit einem Like und einem Abo zeigen. Kommentiert auch gerne mal, ob ich in Zukunft noch mehr solche Puzzle-Maps spielen soll. Mir hat das Ganze, wie gesagt, unfassbar Spaß gemacht. Danke, dass ihr mal wieder eure wertvolle Zeit geopfert habt, um mir beim Verzweifeln zuzusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Donnerstag und wir sehen uns dann am Wochenende wieder. Haut rein und ciao!